Also ich komme mir vor wie ein alter Witz. Wieso? So ein Bart. Das hier hat auch ein Bart, Sozialisierung. Hälfte gelesen, Anfang vergessen. Das ist viel zu lang. Ganz kurz bitte. Sozialisierung ist, wenn man alles verstaatlicht. So, Chef, du kratzen Sie mal ab. Abkratzen? Nee, vorläufig bin ich noch sehr gesund und solange redet mir in meinen Laden keiner rein. Ah, Sie seifen Ihre Kunden lieber selber ein, was? Soll ich mich vielleicht vom Staat einseifen lassen? Wenn der Staat einen Chef ablöst, dann bestimmen irgendwo ein paar hohe Tiere, was produziert wird. Und nachher will es keiner kaufen. Und dann macht der Betrieb pleite. Bloß der Betrieb, der ganze Staat, wir alle. Das ist wie ein Schiff ohne Schotten. Wenn im freien Wettbewerb mal ein Betrieb Leck schlägt, schwimmt er trotzdem. Aber wenn der Staat alles macht und der kriegt mal ein Loch, das kennen wir ja. Verstaatlichung kann doch auch mal klappen. Nee, bis jetzt noch nie. Staatsbeamte sind nun mal keine göttlichen Wesen mit übernatürlicher Vernunft und Weisheit. Wer nicht alles sieht, kann nicht alles lenken. Beamte sind keine Kaufleute. Die holen für uns höchstens noch weniger raus. Unser Einer will doch auch mal weiterkommen. Der Verbraucher bestimmt. Nur so klappt's. Sehen Sie mal meinen Laden. Vom Staat bekäme man eine Einheitsseite. Und die auf Marken. Oha. Nee, H.O. Für uns Schweinegeld. So, der Bart ist ab. Also hier steht, wer gibt uns die Chance? Die sozialistische Planung oder der freie Wettbewerb. Das heißt, alles über Einkommen geschoren oder Fassonschnitt? Nee. Denn schon lieber jeder nach seiner Fassung. Na also, freie Marktwirtschaft.